Am Donnerstag, den 25.08.2022 um 12.36 Uhr wurde ein Rettungswagen zu einem Baustellenunfall am Bonner LVR-Museum alarmiert. Die Besatzung stellte fest, dass ein Bauarbeiter mit dem Fuß unter einem Ausleger eines Hydraulikbaggers eingeklemmt war, sodass die Alarmstufe um 12.55 Uhr auf TA2 erhöht wurde. Der 39-jährige Mann konnte schließlich unter Zuhilfenahme von zwei hydraulischen Rettungsspreizern befreit und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren der A-Dienst, die Löcheinheit 1, die Rüsteinheit, das Notarzt-Einsatzfahrzeug 1-2, der Rettungswagen 1-5 und ein Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.